Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Legend of Grimrock 2. Ich bin der Langster und begrüße euch hier recht herzlich zurück im Void. Test Chamber, Twisted Passage, Library, Castle Next. Genau, so war es doch. Meine Güte, im Castle Next. So, ja, wir haben hier gespeichert. Wir sind eigentlich fast fertig. Die Kiste, da wollten wir noch holen. Das machen wir heute auch. So. Ich muss jetzt so mal gucken, wie wir da am besten drauf kommen, ne? Gehen wir am besten nochmal hier rum. Ja, muss man sich da jetzt echt so wehtun, oder was? Ich gehe nochmal hoch. Und vielleicht gucken wir hier drüben nochmal genauer. Ja, es kann schon sein, dass wir uns jetzt wehtun müssen, was natürlich echt gemein ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Diese Kiste ist bestimmt böse. Oh ja. Gar nicht so eine schlechte Ausbeute. Hat sich nochmal gelohnt. Aber ein Geheimnis war es nicht, ne? Ja, dann hoffen wir mal, dass der Kristall da oben gleich wieder ready ist, ne? Damit wir uns da gleich wieder heilen können. Ich habe mir jetzt überlegt, wir probieren das da jetzt oben mal weiter. Ja, er ist an. Juhu. Na? So, wir gehen jetzt mal ganz naiv hoch, ne? Wir gucken jetzt mal ganz naiv, was da los ist. Aha, guck mal jetzt. Ach. Ein Geheimgang nach oben, oder was? Nice. Okay, das ist nice. Das ist sehr nice. Okay. So. Gucken wir mal, was wir hier jetzt finden, wa? Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug hier. Wer hat denn hier die... Ich glaube du, ne? Nee. Ich glaube du, ne? So und so. Ich werde das Gefühl nicht los, wir sind zu stark equipped. Die Jungs haben ein bisschen zu viel Items hier wahrscheinlich hingelegt für schwer, wa? Starving. Ich starve auch gleich mal hier. Down Starving spiele ich übrigens gerade. Voll schwer das Spiel. Komm, wir machen's. Thank you.
Ich hätte sie gern irgendwie in einer Linie, ne? Deswegen lasse ich mir hier gerade so ein bisschen Zeit. Aua, aua, oh scheiße. Okay, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass du da durch dein blödes Schild... Ach komm. War doch hier schon wieder Beschiss, ey. Lol. Bisschen laut. Ich hoffe, nicht zu laut. Ich hab doch nicht mal die Hälfte weg, ey. Das. Da muss ich mir einen Plan überlegen.
Aua! Oh! Oh! Du Schweinebacke! Was ist das? Okay. Okay, alter Schwede, Mann. Ja, ich glaube, wir warten damit noch ein bisschen. Ja, so viel dazu. Scheiße. Okay. Das ist ja ein sehr ausdauernder Kampf, glaube ich. Haben wir da jetzt einen Quicksave gemacht? Gehen wir das dann jetzt am besten an, ey. Also klar ist erstmal, dass ich jetzt für diese Schlacht den ganzen Quatsch nochmal brauche. Dass ich hier meine Spezialfähigkeiten ordentlich benutzen kann, ne? So, natürlich kriegt auch der Magier noch ordentlich Mana. Obwohl, ich glaube, wir geben dem Tauren mal 2, ne? Das ist der stärkere, meine ich. So. Auf jeden Fall brauchen wir noch ganz viel Heilung. So, Wilson kämpft hier jetzt mal nicht mit. Du hast die ganzen Bomben, das ist okay. Und du hast eigentlich nichts. So, machen wir jetzt mal noch ganz viel Heilung, ne? Ja, so viel haben wir gar nicht. Das ist jetzt zwar die ideale Vorbereitung, aber wir probieren es jetzt nochmal. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen, ne?
Mann, warum ist denn das jetzt so blöd gelaufen? Ah, lol, warum bist du denn so fett, Mann? Du fettes Ding. Nein, es sind sie alle tot. Lol, war jetzt so einer hinter mir oder was? Ach scheiße, ich wollte halt einen Kristall benutzen und... Oh. Ich glaube, der ist ganz schön schwer.
KI da schon drauf achtet, dass da nur zwei Gegner in einer Linie stehen, oder? Das ist ja der Hammer. Nein, das war ja Theron. Ah, ich dachte. Wie geht das? Wie kann ich denn das Ding wieder aufladen? Verdammt! Wo liegt hier Fleisch? Ich brauche Fleisch. Oh mein Gott! Alter Schwede. Toll.
Oh, ich komme ja nicht mehr raus, ey. Alter, ich komm, alter Mann, das gibt's doch gar nicht. Das lief gar nicht so schlecht. Guckt mal, halbe Energie hat er noch. Oh, jetzt ist der Part schon wieder vorbei. Ich hab nichts gesagt, außer gekämpft, ne? Einmal probieren wir es jetzt noch. Oh, diese Golems da, die nehmen ja nochmal, die nehmen ja auch 2x2 Platz weg. Das ist ja voll scheiße, ey. Scheiße. Ah, okay. Ja, so. Machen wir nochmal hier Quick Save und ich probiere es halt nochmal. Ne? Drückt mir die Daumen. Ja, komm, gib's her. Zack. Du schlägst jetzt genauer. So. Und du machst noch mal ein bisschen mehr Aua. So. Puh.
Oh, lol, bin ich bescheuert, Mann. Scheiße. Voll den Trank versaut. Komm schon jetzt hier, du blöde Schlange, verpiss dich. Wir wollen dich doch gar nicht. Scheiße, Mann. Was ist da mit dem Längster auch los? Der Idiot. Oh, ich heile die Idioten, jetzt sehe ich's. Oh, jetzt komme ich schon nicht raus. Oh. Nein! Nein! Oh Gott, Mann! Alles außer Kontrolle. Wie soll ich die denn jetzt hier? Meine Fresse, ey. Nochmal dieser Frostbolt. Ach Mann, ey, diese fetten Viecher hier. Ich weiß gar nicht, was ich dagegen machen soll, Mann. Can't use. So ein Schwachsinn. Wenn ich jetzt ein Meteor drauf hau, dann. Ey, mein Magier ist komplett außer Gefecht gesetzt. Was ist denn das für eine... Ach komm, fick dich, Mann. Ja, hier, komm. Gib's mir richtig. So eine Scheiße, ey. Ich muss den Frostbolt nehmen, aber ich weiß, wie ging denn dieser scheiß Frostbolt? Gerade Strich nach oben, rechte Seite. Ach Mann. Na Leute, das war dann wohl ein Part für die Katz, Part 56. Ich glaube, ich mache mich erstmal kundig, wie man in die Pyramide kommt. Und dann gucken wir erstmal da rein, bevor wir uns dann nochmal um den Lindwurm kümmern. Tut mir leid, dass ich heute auch so wenig geredet habe. Das war einfach anstrengend und spannend und alles zusammen und sowieso. Und lasst mir trotzdem eine Meinung da, was ihr besser machen würdet. Ich komme eigentlich ganz gut zurecht, ne? Bis zu diesen Feuergolems. Ein Drittel Energie hat er noch gehabt, der blöde Lindwurm. Ich denke, das ist, wenn ich diese Welle mit diesen Golems, wenn ich die schaffe, dann
ist auch dieses Drittel Energie kein Problem mehr, weil ja noch genug Meteore. Ich müsste vielleicht nochmal irgendwie überlegen, wie man so eine Waffe wieder auflädt. Das habe ich auch noch nicht gecheckt mit diesen rosanen Kristallen. Das hat nicht so gut geklappt. Muss ich mal gucken, dass ich den Meteor weiterhin benutzen kann. Und ich sollte vielleicht den Teron noch ein paar Bomben geben, dass er auch mitschmeißen kann auf den Drachen. Dass wir da auch nochmal so ein bisschen mehr Damage mit haben. Wenn ich da nur den Meteor, den Feuerball und den Bogen benutze, ist das schön. Aber wenn wir dann noch die Bomben dazu benutzen, ist das noch schöner, ne? Ja. Vielleicht sollte ich da auch mehr mit Feuerschilden und so arbeiten, ne? Muss man mal gucken, also. Ja, diese Golems da, die... Mein Gott, 2 Golems und 4 Feuerele. Und das sind ja richtige Elementare mit Rüstung. Das sind ja nicht nur diese Feuergeister, die dann Kamikaze-mäßig versuchen, dich zu töten und dann weg sind, die ich quasi mit einem, mit einem Ice Shark töten kann, sondern das sind ja richtig Elementare, richtige Feuerkrieger mit Rüstungen, die sich wirklich mit aller Macht gegen uns stemmen und die eben nicht so ein One-Hit sind. Dann noch diese 2 komischen Golems, die habe ich ja noch nie gesehen, ey. Hier beim Endgegner das erste Mal. Naja. Ja, tut mir leid, nächste Folge, wie gesagt, ich glaube, ich suche mir dann mal den Weg in die Pyramide, bevor wir uns dann um diesen Endgegner kümmern. Ich werde das wahrscheinlich schon entschieden haben, nachdem der Part veröffentlicht wurde. Beziehungsweise bevor der Part veröffentlicht wurde. Müssen wir mal sehen. Naja, egal. Also, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, man hat mich gehört. Das kam mir heute wieder alles sehr, sehr laut hier vor. Müssen wir mal gucken. Und naja, macht's euch dort einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und schaut in meine anderen Projekte, wenn ihr möchtet. Lasst mir ein Like da, das wäre super. Und jetzt lasst's euch gut gehen. Bye, bye. Euer Längster.